Hast du wirklich gehabt? Ja, habe ich gehabt. Nee. Doch, ich hätte gedacht, das wäre ein blöder Scherz. Nee, ist kein Spaß, wirklich. Da gibt es verschiedene App mit einem mobilen PC-Gerät und dann konnte man abends bei mir die Rechnung per EC-Karte bezahlen. Willkommen in der Hochzeits-DJ-Akademie. Mein Name ist Thorsten. Und ich bin der Mike. Und hier im Podcast, da möchten wir dir als Hochzeits-DJ zeigen, wie du mit deiner Webseite und ein bisschen Werbung viel mehr Aufträge bekommen kannst. Die Notizen zu dieser Folge, die findest du bei uns auf der Internetseite hochzeitsdjakademie.de/Vorgespräch. Das Vorgespräch, genau das ist der Themenschwerpunkt, über den wir heute sprechen möchten. Darunter zum Beispiel, welche Themen solltest du unbedingt mit dem Brautpaar klären im Vorgespräch, um ein abschließendes Gespräch kurz vor der Hochzeit mit dem Brautpaar zu führen? Ja, du führst da sogar mehrere Vorgespräche. Also wir hatten im Vorgespräch zur Aufzeichnung von diesem Podcast eingängig diskutiert. Du machst ja teilweise, also das, was mir nicht bewusst war, du machst ja teilweise Termine bis zu einem Jahr oder über einem Jahr vor der eigentlichen Veranstaltung aus und deswegen ist natürlich, dass du mehrere Gespräche brauchst, ist ganz klar, weil in der Zeit ändert sich manches vielleicht und manches vergessen die Leute ja auch wieder. Ganz genau, das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, bei Hochzeiten und Brautpaaren ist es so, dass du nicht nur mal kurzfristig gebucht wirst, wenn ein Termin frei ist, sondern wie gesagt, wirklich bei über einem Jahr Vorlaufzeit buchen dich die Brautpaare, auch wenn finale Daten zum Beispiel noch gar nicht feststehen. Auch wenn so die ersten Ideen mit Musik und so weiter schon sind, können vielleicht solche Sachen wie, wann soll der DJ anfangen zu spielen, wann soll er aufhören, welche Sachen sind im Abendablauf noch geplant, stehen da noch gar nicht fest. Deswegen tut man das dann irgendwann im Laufe des Jahres nochmal klären oder so wie ich es mache. Kurz vor der Hochzeit tun wir nochmal ein finales Vorgespräch führen, wo wirklich jedes Detail besprochen wird. Und diese Details, die wollen wir heute durchgehen. Doch bevor wir damit starten, haben wir natürlich wieder einen Songtipp der Woche für euch. Nein, Moment. Ich wollte jetzt mit diesem Vorgespräch einhaken. Also das war jetzt das Vorgespräch zu dieser Folge. Jetzt kommen wir zum Songtipp der Woche und Mike lacht so, weil er mir jetzt irgendwie das Wort aus dem Mund nehmen wollte. Ich wollte den Ball zuspielen. Nee, das weiß ich, dass du das willst. Heute drehen wir den Spieß um. Heute stellt uns Mike den Songtipp der Woche vor. Ganz genau. Thorsten und ich haben wild diskutiert und wollten den besten Hochzeitssong aller Zeiten nehmen. Und dann haben wir uns für die Bösen Onkels entschieden. Was? Die Bösen Nein, Onkels? Nein, haben wir nicht. Nein, wir haben uns nicht für die Bösen Onkels entschieden. Wir haben uns einen Hochzeitssong, den Hochzeitssongs aller Hochzeitssongs rausgesucht. Und zwar Bill Medley und Jennifer Warnes mit The Time of My Life. Das ist der Song aus dem Film Dirty Dancing, aus dem Frauenfilm schlechthin. Oh, Patrick Swayze. Patrick Swayze, ganz genau. Der als Tanzlehrer in diesem Film die Hauptrolle spielt, zusammen mit der Kleinen, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Wie hieß sie denn nochmal in dem Film, weißt du? Baby hieß die doch. Baby war ihr Spitzname. Ja, war das nicht Jennifer Beals? Ich weiß es nicht. Also das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich bin so oft bei diesem Film eingeschlafen, als den meine Freundin gucken wollte, dass ich da eigentlich immer nur den Song mitgekriegt habe. Da war ich immer wach. Nee, Jennifer Grey, jetzt habe ich Jennifer Grey, ganz genau, so hieß sie. Ja, natürlich, ganz genau. Und auch der Song dazu, den kennt jede Frau. Und wie gesagt, wenn du den auf einer Hochzeit spielst, also jeder kann ihn tanzen, jeder kennt den Film, jeder kennt diesen Song, dann hast du eigentlich einen Garant für eine ganz volle Tanzfläche. Und der ein oder andere ist vielleicht sogar noch dabei und möchte diese Hebefigur ausprobieren, live auf deiner Tanzfläche. Ja, super. Doch, ich erlebe das jedes Wochenende, wenn ich den Song spiele. Und die warten an dem Moment ab und dann rennt die Frau auf den Mann zu. Der geht dann entweder zur Seite oder versucht sie ein bisschen hochzuheben. Letztes Wochenende hat er sie ganz hoch gehoben und ist dann zusammengeklappt und die Frau ist auf den Mann gefallen. Also ist nichts passiert, keine Angst, aber es sah sehr, sehr lustig aus. Die Leute hatten Spaß, es war prächtig und... Das hört sich jetzt schon eher nach Notarzteinsatz auf. Nein, also es war wirklich gut, es ist wirklich nichts passiert. Es war noch eine zierliche Frau, die da hochgehoben ist und dann runtergefallen ist, genau auf den Mann drauf. Also es ist alles gut gegangen. Aber es ist immer ein Highlight und wenn du diesen Song auf deiner Party oder auf der Hochzeit spielst, wie gesagt, aus meiner Sicht ein Garant für eine volle Tanzfläche oder zumindest, dass Leute auf die Tanzfläche kommen. Siehst du, ich spiele den eher so als Kitschnummer so im Rahmen, so 90er und ein bisschen Boybands und so. Echt? In die Richtung, ja. Oh, wer macht denn sowas? Ich? Soll ich dir mal erzählen, wie ich das mache? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Oder wenn du möchtest, natürlich gerne. Ich mache das kurz nach dem Brautstrauß werfen. Ich glaube, wir hatten letztens schon mal drüber gesprochen, wie ich zum Beispiel das Brautstrauß werfen ansage und wie ich das Ganze handhabe.
Und sobald ein Mädel den Brautstrauß gefangen hat, hole ich mir das Mädel nach vorne und sage, du hast den Brautstrauß gefangen, herzlichen Glückwunsch. Frag sie, ob sie ihren Göttergarten, der das jetzt gesehen hat, auch gleich mit dabei hat. Und dann sagt die meist, natürlich, hier ist er. Und dann sage ich, super, denn ihr habt jetzt die Ehre und dürft den nächsten Tanz eröffnen. Und dann spiele ich genau Time of My Life ein. Und der fängt dann so ganz gemütlich an, alles wird in rotes Licht gedämmt und du hörst dann so, now I'm had the time of my life. Und du hast ein Raunen durch den ganzen Raum. Du hörst, oh, wie geil. Dann lasse ich die 20 Sekunden alleine tanzen, dann hole ich das Brautpaar mit dazu, die noch auf die Tanzfläche kommen, und dann hole ich die restlichen Gäste dazu. Also ich habe so das Gefühl, wenn wir noch 20 Podcast-Folgen machen, dann haben wir eigentlich deinen kompletten Ablauf von so einer Hochzeit alles einzeln schon au detail irgendwie erklärt. Stimmt. Vielleicht kommen wir dann, wenn wir damit durch sind, mal mehr wieder Richtung Webseiten und Online-Marketing. Aber bis dahin haben wir noch so viel zu erzählen. Ja, gehen wir davon aus, das Online-Marketing hat gegriffen und dir rennen die Leute die Bude ein und du führst so viele Gespräche und Vorgespräche mit Brautpaaren, dass du dich überhaupt nicht mal davon retten kannst. Und deswegen wollen wir dir in dieser Podcast-Folge so ein bisschen ja, eine Anleitung geben, wie du da vielleicht etwas Struktur in diese Gespräche reinkriegst. Ganz genau. Also es sind wirklich ein paar wichtige Stichpunkte, die man für ein Vorgespräch bereithalten sollte, die man auch wirklich immer absprechen sollte mit dem Brautpaar. Bei mir ist es so, auch wenn Brautpaare mich, wie gesagt, ein Jahr vorher buchen, bin ich das ganze Jahr über in Kontakt mit dem Brautpaar, um eventuelle Fragen zu klären, Technikänderungen oder sonstiges. Aber trotzdem gehört 2 Wochen oder 10 Tage vor der Feier ein finales Vorgespräch mit dem Brautpaar mit dazu. Da nehme ich mir extra 1/2 Stunde bis 1 Stunde Zeit. Manchmal treffen wir uns persönlich, im Regelfall mache ich das aber per Telefon. Dann rufe ich das Brautpaar an und dann tun wir stichpunktartig wirklich alle Details, die für die Feier wichtig sind, miteinander besprechen, sodass alles final steht für die Feier und wir alle vorbereitet sind, auf dem gleichen Stand der Dinge sind. Das Brautpaar weiß, es ist in guten Händen. Ich weiß genau, wie das Brautpaar sich den Abend vorgestellt hat und wir sind auf einen und demselben Nenner. Weil viele von den Themen sind ja eigentlich ja entweder bei der Angebotserstellung schon besprochen worden oder im Vorfeld vielleicht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied bei dir, dass es bis zu einem Jahr vorher ist. Ich mache das so für Geburtstage eher. Da melde ich mich eine Woche vorher. Da hast du natürlich bei Geburtstagen ist es jetzt nicht ganz so, dass das Brautpaar dann echt in den letzten 2 Wochen einfach total unter Stress steht. Deswegen ist es, glaube ich, geschickt, dass du den Zeitpunkt für das Gespräch eher vorziehst als bei einem Geburtstag jetzt. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist wirklich so. Und wie gesagt, diese Stichpunkte, die wollen wir heute einmal komplett abarbeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein Brautpaar anrufe, sage ich erstmal Hallo, genau, wir machen ein bisschen Smalltalk, wie es allem ergangen ist, wie es mit der Planung und so weiter vorankommt. Und dann mache ich ganz wichtig, ist zum Beispiel ein Datenabgleich der ganzen Sachen. Das heißt, da frage ich noch nach, ist die Location denn gleich geblieben? Findet die Feier immer noch im Schloss so und so, im Hotel so und so weiter statt? Oder gab es da nochmal eine finale Änderung? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich mit reingenommen habe, weil es tatsächlich, es ist dieses Jahr übrigens auch schon passiert, auf der Auftragsbestätigung eine Location vereinbart wurde, an die ich an dem Veranstaltungsabend dann auch hingefahren bin, und an der Location selber war keine Hochzeit. Das Ding war geschlossen, es wird gerade renoviert und jetzt sagt mir der Inhaber noch, eine Hochzeit? Nee, ist hier nicht. Die wurde vor 3 Monaten schon geändert. Ich glaube, die haben sich eine andere Location gesucht. Deswegen ist der Datenabgleich in diesem Vorgespräch wichtig, falls sich die Location doch nochmal geändert hat und das Brautpaar das vergessen hat, dem DJ zu sagen, damit der DJ das nun erfährt. Also wenn ich das irgendwo gelesen hätte, ja, das ist so abstruse Geschichte, die stimmt doch niemals. Wer ändert eine Hochzeitslocation? Aber gut, wenn dir ist es passiert und ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, im Endeffekt bei vielen Sachen ist der DJ der letzte Dienstleister, der irgendwo informiert wird über irgendeine Änderung. Also habe ich selber auch schon so erlebt. Jetzt nicht ganz so, dass wirklich die Location geändert wird und plötzlich vielleicht noch am falschen Ort in die komplett falsche Himmelsrichtung gefahren ist. Nee, aber das passiert, und jetzt stell mal vor, du bist woanders und weißt dann gar nicht, wo musst du jetzt überhaupt hin? Ja, stell ich mir höllenmäßig vor. Also selbst wenn du da 1/2 Stunde Vorlauf einplanst, du weißt ja dann im Endeffekt gar nichts. Nein, du kannst das Brautpaar ja auch telefonisch nicht so erreichen. Ja. Die stehen ja gerade wahrscheinlich in der Kirche oder so, sind zum Heiraten. Da sind alle Telefone aus und andere Kontaktpunkte, außer vielleicht Brauteltern, Trauzeuge oder so. Wenn du Glück hast, hast du von denen noch die Kontaktnummer, aber da ist die Erreichbarkeit ja leider genauso gegeben. Und dir läuft die Zeit weg, weil du musst in die Location, du musst aufbauen, du willst pünktlich beginnen
Und das wegen so einem kleinen Fehler. Deswegen ist der Datenabgleich im Vorgespräch, im finalen Vorgespräch nochmal sehr, sehr wichtig. Da bespreche ich dann auch unbedingt, ob auch die Anfangszeit, mit der mit mir geplant worden ist, auch gleich geblieben ist oder ob die sich auch noch verändert worden ist. Wenn wir damals zum Beispiel vor einem Jahr vereinbart haben, der DJ fängt um 17 Uhr an, dann frage ich, ist es noch aktuell 17 Uhr, dann passiert es nämlich sehr, sehr häufig, dass die dann sagen, oh Mike, nee, du, wir brauchen dich schon eine halbe Stunde früher. Die Fahrzeit von der Kirche zur Location ist doch ein bisschen kürzer oder der Sektempfang bei schlechtem Wetter findet vielleicht doch drinnen statt, dann brauchen wir dich vielleicht sogar eine Stunde früher und dann sagen die mir das. Dann sagen die, Mike, nee, nicht 17 Uhr, wir brauchen dich um 16 Uhr schon. Und dann weiß ich, okay, ich bin ab 16 Uhr schon einsatzbereit, berechne ab da schon meine Zeit und bin aber dann auch pünktlich aufgebaut, weil es wäre nichts Ärgerlicheres, wenn das Brautpaar das weiß, aber dem DJ nicht kommuniziert hat und der DJ taucht dann erst um 17 Uhr auf. Ja, ist klar, ja. Und da mit der Location kannst du natürlich gleich alles andere drumrum auch noch klären. Oder falls sich da Änderungen ergeben, hat sich vielleicht das Stockwerk auch geändert oder bist du, genau. Hast du weniger Platz, hast du mehr Platz, ist die Tanzfläche größer, kommen vielleicht mehr Leute sogar? Genau, das sind solche Sachen, ich frage dann auch immer genau, Gästeanzahl ist auch gleich geblieben, manche sagen dann, nee, du, 20 haben noch abgesagt, die kommen dann doch weniger und dann sage ich, pass auf, dann können wir uns vielleicht sogar ein anderes Technikpaket nehmen, da spart ihr noch ein bisschen Geld, ich spare mir ein bisschen Zeit und Platz vom Aufbau. Und dann nehmen wir ein kleines Technikpaket, wenn wir jetzt keine 70 Gäste mehr haben, sondern zum Beispiel nur 40 oder 50 Gäste, dann sage ich, dann brauchen wir kein großes Technikpaket, dann reicht ein kleines. Das sind solche Sachen, die tun wir dann noch final planen. Und dann ist auch, wie du schon eben gesagt hast, ganz wichtig, dann sage ich zum Brautpaar natürlich auch, wir koordinieren die Ankunftszeit. Ich sage dann immer, je nach Technikpaket bin ich eine Stunde bis anderthalb Stunden vorher in der Location da. Baue dann in Ruhe auf, mache einen Soundcheck und bin dann pünktlich aufgebaut ab 17 Uhr, wenn ihr mich da haben möchtet, einsatzbereit. Wichtig von euch ist einfach, dass die Location informiert ist, dass diese wissen, okay, der DJ kommt anderthalb Stunden früher, um aufzubauen, der Platz ist gegeben, eine Einfahrt ist gegeben, falls ein Aufzug vorhanden ist, ist der auch freigeräumt für den DJ und wird gerade in der Zeit nicht von anderen benutzt. Und ich sage auch immer, was ich am Platzbedarf nochmal brauche, dass die auch der Location sagen, der DJ braucht 3 Meter Platz. Entweder hat die Location da schon einen Platz für vorgesehen oder das Brautpaar hat mir schon einen schönen Platz rausgesucht, wo die den DJ gerne haben möchten. Und da ist wichtig, da muss eine Steckdose vorhanden sein. Einen Tisch brauche ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht, aber andere DJs, die sagen, liebes Brautpaar, bitte stellt mir doch noch einen Tisch dahin, wo ich mich drauf aufbauen kann, macht eine Tischdecke drum, damit das Ganze schön aussieht. Zu der Kategorie gehöre ich noch, ja. Genau, das muss alles im Vorgespräch koordiniert sein. Es ist nichts Ärgerlicheres, als wenn du abends hinkommst und da ist nichts vorbereitet. Und dann muss das Brautpaar das, wie gesagt, einfach jetzt nochmal im Vorgespräch, kann die das mit der Location nochmal in Ruhe abklären. Ich frage dann auch immer, ist es in einem speziellen Stockwerk? Muss ich in den ersten Stock oder muss ich in den Keller oder ist es ebenerdig alles? Weil dann weiß ich auch, ich muss noch eine halbe Stunde in der Anfahrtzeit mehr mit einplanen, wenn ich in ein anderes Stockwerk muss, weil das einfach aufwendiger ist. Ja, ist klar. Also hatte ich neulich bei einer Hochzeit, bei einer Polterhochzeit, da hatte ich angekündigt bekommen, das ist im ersten Stock und ich habe mir schon wunder was vorgestellt, irgendwie so ein Riesengebäude, wo du am besten im Schloss noch irgendwie so 2 Treppen rauflaufen musst und oh, das ja. mit der abgewetzten Treppenstufen und so irgendwie die schlimmsten Albträume und dann im Endeffekt war ein Neubau, war ja überhaupt kein Thema, also da bist du irgendwie so 4 Meter raufgelaufen und warst oben. Ja, wie gesagt, früher, wo ich die Vorgespräche noch nicht so stark gemacht habe, ist es mir auch schon passiert. Da hat mir dann Zeit gefehlt, weil einfach nicht kommuniziert worden ist, dass ich in den Keller muss oder dass ich in den ersten Stock muss. Dann war zwar ein Aufzug vorhanden, aber der wurde vom Caterer gerade benutzt, der zeitgleich noch kam. Das ist alles, wenn man das im Vorgespräch klärt mit dem Brautpaar und die das mit der Location nochmal klären, dass die sagen, pass auf, wir haben einen DJ, der kommt dann und dann und das möchte er haben. Dann ist das von der Location auch so gegeben. Macht natürlich auch einen super professionellen Eindruck. Das ist ja genau das, wie das nächste Thema, was wir so uns überlegt haben, ist die Farbgestaltung. Da ist es ja wieder so ein typisches Frauenthema. Okay, ich habe in meiner Stichwortliste oder in meinem Vorgespräch auch die Hochzeitsfarben genau mit aufgenommen. Einerseits, um zu wissen, hat das Brautpaar gewisse Hochzeitsfarben, die sich dann in den Einladungskarten oder in der Deko oder in der Raumgestaltung widerspiegeln. Weil falls die von mir mein zum Beispiel Ambiente-Paket, meine Floorspots mitgebucht haben, dass ich die von vornherein auf diese Hochzeitsfarben einstellen kann und den Raum dann farblich auch in die Hochzeitsfarben tauchen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jo, nach den Farben, das Wichtigste, warum wir überhaupt auf einer Hochzeit sind als Disc-Jockeys, ist die Musik. Genau, allerdings hier noch mit dem Background-Music zum Essen, was ich hier mache. Da haben die Brautpaare bei mir die Möglichkeit, aus mehreren Musikrichtungen ihre Favoriten auszuwählen, um zu sagen, das möchten wir als Hintergrundmusik zum Essen haben.
Und dann sage ich zum Brautpaar auch immer, ja, pass auf, ab 17 Uhr bin ich dann einsatzbereit, dann versorge ich euch mit Hintergrundmusik. Ihr habt euch ja in meinem Vorab schon ausgesucht, ihr wollt ein bisschen Lounge-Musik haben oder andere wollen Bar-Jazz haben oder ich hab verschiedene Richtungen oder auch aktuelle Popmusik ist da zum Beispiel mit drin. Die kreuzen dann an, was sie haben möchten. Und dann sage ich, dann spiele ich euch die Musik. Die soll auch wirklich nur im Hintergrund sein. Sie soll dafür da sein, dass der Raum einfach ein bisschen mit Musik gefüllt wird, aber die Gäste sich noch unterhalten können, in Ruhe essen können. Das ist, wie gesagt, als Background-Musik zum Essen da. Ich mache das so im Endeffekt, ich spiele das nach Gefühl. Wenn mir natürlich jemand sagt, sie wollen, wir hatten ja David Garrett schon mal in einer von den letzten Folgen, das sind dann so Spezialwünsche, auf die ich hier eingehe, wo ich halt so Sachen einstreue, aber im Endeffekt es ist bei mir immer ähnlich und wenn ich merke, so die Leute reagieren, also die Gäste reagieren überhaupt nicht drauf, dann wechsle ich da zwischendurch auch drin, ob Ja, das jetzt Lounge oder Chill-Out oder Jazzy da gebe irgendwas ich dir ist. recht, aber wie sollen denn die Gäste als Hintergrundmusik bei einem Essen reagieren? Du weißt nicht, ob die das gut finden oder ob die das nicht gut finden, weil du beim Essen keinerlei Reaktion der Gäste kriegst. Ah, wenn Und da ist jemand mit es dem doch, Fuß mitwippt, also da achte ich schon peinlich genau drauf. bei 100 Gästen, also mir wäre es zu risikoreich, um dann zu wissen, ist nicht so gedacht, wie das Brautpaar das wünscht, weil das Brautpaar ist ja der entscheidende Punkt, auch als Hintergrundmusik zum Essen. Deswegen kann man es so vorab kommunizieren, um zu wissen, das Brautpaar hat sich da ein bisschen Bar-Jazz-Musik vorgespielt und die anderen wollen lieber ein bisschen Lounge-Musik haben. Dann spiel doch die Favoriten ein, die haben möchten. Die sagen dann von vornherein schon, oh, uns gefällt der Café Del Mar ganz gut oder andere mögen Michael Bublé oder die anderen stehen auf die Rhythms del Mundo. Dann spiel doch genau das mit ein, wenn du das von vornherein schon mit denen abgesprochen hast und dann ist man auf der sicheren Seite. Natürlich sage ich auch zudem, keine Sau verträgt 2 Stunden lang Lounge-Musik, 2 Stunden lang Rhythms del Mundo oder 2 Stunden lang Bar und Jazz. Eben, und deswegen musst du sowieso alles durchwechseln. Ne, deswegen habe ich gesagt, sucht euch doch bitte 2 Kategorien aus, dass ich einerseits drin wechseln kann und während dem Essen ändere ich die Musikrichtung dann automatisch auf leichte Popmusik ab, wo man dann schon merkt, die Musik zieht so leicht an, es wird leicht poppig, zwar immer noch im Hintergrundbereich, aber die Gäste fangen dann deutlich an mitzuwippen und merken auch schon, oh, da passiert heute Abend noch was, die Musik zieht jetzt schon an, da können wir heute Abend noch ein bisschen Gas geben und freuen sich auch schon drüber, dass es jetzt hier so langsam ein bisschen poppiger, ein bisschen lockerer zugange wird. Das meine ich, aber das wirst du ja auf jeder Veranstaltung genau ähnlich machen. Ganz genau, aber am Anfang, wie gesagt, starte ich immer noch mit der Hintergrundmusik, was sich das Brautpaar gewünscht hat. Okay. Dann kommuniziere ich mit dem Brautpaar, was passiert natürlich nach der Background-Musik zum Essen. Dann sage ich, dann passiert es normalerweise, dass Reden, Spiele, Einlagen kommen, Reden von Brauteltern, Spiele von Trauzeugen zum Beispiel. Und da ist es wichtig, dann sage ich, pass auf, ich habe ein Mikrofon für euch mit dabei. Entweder ein Kabelmikrofon oder wenn Sie es gebucht haben, dann natürlich auch ein Funkmikrofon. Dann sage ich, das steht euch und den Gästen zur Verfügung. Und da rede ich mit den Trauzeugen an dem Abend nochmal, um auch mit denen abzuklären, haben die Spiele geplant? Welche Spiele haben sie geplant? Brauchen die dafür Musikunterstützung? Brauchen die dafür ein Mikrofon? Das kläre ich an dem Abend vorab schon mal ab, um dann einfach vorbereitet zu sein. Und dann planen wir diese ganzen Spiele und reden dementsprechend mit ein, am besten noch nach dem Essen, dass wir da noch genügend Zeit haben, bevor wir später mit der Party anfangen wollen. Da ist mir jetzt, fällt mir bei den letzten Partys auf, früher haben die Leute immer noch irgendwie eine CD gebrannt, heute kommen sie mit so Spezialmusikwünschen, das ist alles bloß noch auf dem USB-Stick gezogen und da kannst du jedes Mal beten, irgendwie, dass dieser USB-Stick durchhält und dass du überhaupt darauf zugreifen kannst. Machst du da ähnliche Okay. Erfahrungen? Also grundsätzlich ist es so, das tue ich auch mit dem Brautpaar kommunizieren. Ich sage, wenn ihr spezielle Musikwünsche habt, bringst du mir am besten auf CD mit, eine normale Audio-CD, die kann ich auf jeden Fall abspielen. Alternativ ist auch ein USB-Stick möglich. Allerdings hatte ich jetzt schon 2 Feiern, da haben sie mir USB-Sticks mitgebracht und der war ja falsch formatiert, der war NTSC formatiert und nicht FAT32, so dass ich ihn gar nicht abspielen konnte. Dann hat mein DJ-Deck den USB-Stick nicht genommen und dann sage ich, ja, jetzt haben wir die Arschkarte gezogen. Genau, dann sage ich, dann macht doch besser eine CD fertig, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Oder beim Brautpaar sage ich, wenn ihr spezielle Wünsche habt, schickt die mir doch vorab per E-Mail zu oder per Dropbox oder so weiter. Dann packe ich mir die mit ein, hab die am Abend mit dabei und kann sie auch mit einspielen. Und auch wenn Trauzeugen was Spezielles geplant haben an dem Abend, entweder können sie mich vorab kontaktieren, damit wir vorbereitet sind, oder wenn sie am Abend dann kommen, dann müssen sie sich halt selbst drum gekümmert haben. Okay, ja, und Das ist ganz da mache ich wichtig. eben die Erfahrung, ja, die kümmern sich drum, USB-Stick, vielleicht sogar das Handy und dann. Okay, gut, das weiß mein Brautpaar, dass bei mir die Anschlussmöglichkeiten am Laptop oder sonstigen nicht gegeben sind, dass ich am Laptop nichts anschließe, sondern wie gesagt nur an meinem DJ-Deck, entweder per
per USB, Audio-CD oder ein separates AUX-Kabel. Das ist auch noch machbar. Ja, ne, eben, das meine ich ja mit Handy irgendwie, schließe es dann per AUX-Kabel an. Genau, alles andere ist aber nicht möglich und da sind dann die Trauzeugen, wenn sie sich nicht vorher ab drum gekümmert haben oder vorbereitet sind, einfach auf sich alleine gestellt. Ja. Nur gut, also wie gesagt, Reden und Einlagen kommen dann im Regelfall, Spiele, sonstiges, eine Beamer-Show ist dann noch mit geplant. Und sobald die Sachen dann vorbei sind, dann geht's auch schon los mit dem Höhepunkt des Abends, mit dem Eröffnungstanz. Und dann sage ich mit dem Brautpaar immer noch, ihr habt euch einen Song ausgesucht für den Eröffnungstanz, dann tun wir den kurz besprechen, dann sagen die, ja, wir wollen hier zum Beispiel Bon Jovi, Bed of Roses oder wir wollen einen klassischen instrumentalen Walzer oder wir wollen einen modernen Popsong, hier stehen wir zum Beispiel auf Ed Sheeran oder ähnliche Sachen. Dann sage ich, perfekt, habe ich mit dabei an dem Abend, spiele ich für euch ein und dann erkläre ich denen immer noch ganz kurz, wie ich das dann mache mit der Tanzeröffnung, dass ich mich kurz vorher nochmal vorstelle, auch den Gästen gegenüber und dann auch sage, ich bin der DJ heute Abend, auch wer Musikwünsche hat, einfach gerne zu mir kommen. Und dann kündige ich die Tanzeröffnung an. Und da hole ich dann die Gäste nach vorne, mache einen Kreis um die Tanzfläche mit denen und dann starten wir mit dem Song. Dann untermal tauche ich nochmal alles ins Licht ein, in ein wunderschönes Licht, so dass die Tanzeröffnung schön machen können. Und dann lasse ich das Brautpaar, wie gesagt, da so eine Minute, zwei Minuten alleine tanzen von dem Lied und dann mache ich eine kurze Zwischenansage und hole die Gäste mit auf die Tanzfläche. Gut, und dann kommen wir weiter zur nächsten Musik. Genau, und dann kommt die Hauptmusik am Abend, die Tanzmusik, die Partymusik, das, wo das Brautpaar dann sagen kann, jetzt dürfen die Hits gespielt werden, die wir immer toll fanden. Da hat man ja vorab schon die meisten DJs mit dem Brautpaar gesprochen und gesagt, was wollt ihr denn haben, wie habt ihr euch den Abend vorgestellt? Wollt ihr ein bisschen mehr aktuelle Charts oder wollt ihr ein bisschen mehr Schlager oder wollt ihr eher Rockmusik haben? Und dann sagt das Brautpaar schon die Favoriten mit raus und sagt dann heutzutage Standard, wir wollen viel 90er, wir wollen die Backstreet Boys, wir wollen aber auch aktuelle Charts haben und vielleicht sogar für Opa und Oma mal ein Oldie oder ein Klassiker oder mal eine Helene Fischer, dass die drauf tanzen können. Und schon bist du eigentlich drauf vorbereitet. Ja, das kommt auch immer wieder so rein. Wobei ich da in letzter Zeit, also ich arbeite nicht mit so einem Musikwunschbogen, aber da ich frage halt so die Richtungen ab. Das Thema hat man ja, glaube ich, schon mal mit Musikwünschen auch. Und da habe ich bei den letzten Partys immer die Erfahrung gemacht, egal was ich mit denen vorher abgesprochen habe. Also beim letzten war so die bunte Mischung 80er, 90er bis top aktuell. Ja, aber im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, das war eher so eine, das ist so eine 70er Rock und bis Alternative Grunge Party geworden, ganz am Schluss. Und mir gedacht habe, okay, also da kannst du ja auch nichts zu Hause lassen an Musik. Nein, natürlich nicht. Du willst ja dann schon so flexibel bleiben oder ich will da so flexibel bleiben, dass ich auf solche Strömungen reagieren kann. Ja, du musst ja auch bedenken, diese Wünsche, die du mit dem Brautpaar besprichst, das sind die Wünsche des Brautpaares. Ja, klar. Das sind zwei Leute, die wissen aber immer noch nicht, auf welche Musik stehen die Gäste, auf was stehen die entfernten Verwandten, wie sieht's mit Opa, Oma aus, wie sieht's mit Mama und Papa aus oder mit allen anderen Freunden und Bekannten, die noch anwesend sind. Es kann ja sein, dass die einen ganz anderen Musikgeschmack haben. Es gibt immer so ein paar Hits, mit denen hat man eine gemeinsame Vergangenheit, aber das muss sich erst entwickeln in dem Abend. Und dann sage ich auch mit dem Brautpaar, ist es gut zu wissen, was eure Lieblingsfavorit oder Musikrichtung sind. Die baue ich an dem Abend mit ein, da lege ich den Fokus drauf. Aber trotzdem sind die Musikwünsche und auch die Reaktion der Gäste an dem Abend auf verschiedene Musikrichtungen einfach ausschlaggebend, um zu sehen, in welche Richtung geht diese ganze Party. Und dann sagen die das Brautpaar noch, ja, wir haben noch ein paar spezielle Hits, die müssen auf jeden Fall mit dabei sein. Ein paar spezielle Musikwünsche, wo wir uns kennengelernt haben. Oder das sind die Urlaubshits dann von eben mit Freunden. Ne? Die Urlaubshits, genau. Dann sage ich, hier hast du 3, 4, 5 Hits, bitte bau die am Abend mit ein. Dann sage ich, habe ich mit dabei, baue ich abends mit ein, wie es reinpasst. Kein Problem, die sind auf jeden Fall dabei, ansonsten machen wir das über die Reaktion der Gäste. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, und das sind diese besonderen Musikwünsche, die ich mit dem Brautpaar dann auch immer noch abspreche, die mir dann mitgeben, ob dann, wie gesagt, Tanzeröffnungssong oder um 0 Uhr hat jemand Geburtstag, sagt, Mike, spiel doch mal hier, was habe ich jetzt nächstes Wochenende zum Beispiel, sagt, der um 0 Uhr hat einer Geburtstag, der steht auf Hip-Hop, der steht auf diesen Laffy Taffy-Song. Kennst du den, Mike? Sag ich, natürlich, D4L, Laffy Taffy, schöner Hip-Hop-Klassiker, schöne Slow-BPM-Hip-Hop. Sag ich, habe ich mit dabei, spiele ich ihm als Geburtstagslied nachts um 12 und da lassen wir das Ganze mal ein bisschen eskalieren. Da freuen die sich zum Beispiel schon drauf. Okay, also Geburtstag ist dann nach dem Brautstrauß werfen. Genau, entweder kommt das Geburtstagslied dann nach dem Brautstrauß werfen, zumindest ist der Brautstraußwurf auch ein wichtiger Punkt an dem Abend, wo ich die Braut dann immer noch anspreche und im Vorgespräch einfach frage, möchtest du einen Brautstrauß werfen oder möchtest du ihn nicht werfen? Die meisten sagen dann, ja, möchte ich werfen. Es gibt aber auch welche, die sagen, du, nein, habe ich jetzt noch gar nicht geplant. Dann sage ich automatisch immer, sage ich, pass auf, auch wenn du dich entscheidest, ihn jetzt nicht zu werfen. Es kann passieren, dass am Abend deine ganzen Mädels kommen und sagt, hier,
werf doch bitte noch den Brautstrauß, ich will ihn noch fangen, bitte mach das doch, und die dich dann vielleicht umstimmen. Nur falls du ihn werfen möchtest oder die im Vornherein schon sagen, sie wollen ihn werfen, komm an dem Abend noch einfach ganz spontan auf mich zu, wenn du das machen möchtest und sag zu mir, Mike, ich will jetzt den Brautstrauß werfen, dann kümmere ich mich um den Rest. Dann schnappe ich mir das Mikrofon, trommel die ganzen Mädels zusammen, wir untermalen das Ganze mit ein bisschen Musik, die bauen wir dann auf, dich stellen wir vorne hin mit dem Rücken zu den Mädels, dann tauschen wir die Mädels noch ein bisschen untereinander durch, damit keiner mehr weiß, wo die andere steht, dann schnapp ich mir die Männer, wir zählen im Countdown runter und dann darfst du den Brautstrauß werfen und dann tun wir das Ganze noch ein bisschen als Highlight verkaufen. Aber das ist doch auch wieder so ein Beispiel dafür, egal was du als Vorgespräch besprichst, das kann ja während der Party ganz anders laufen. Wieder mit dem Brautstrauß werfen. Ja, ne, da denke ich mir so, kannst du dir die Arbeit nicht eigentlich sparen, weil das sowieso individuell spontan am Abend entschieden wird? Es ist ja egal, wann du das machst. Ob die Tanzeröffnung jetzt schon freigegeben wurde oder ob die Tanzeröffnung noch nicht freigegeben würde oder ob das im Laufe der Party ist. Also ich sage dann immer, mach das einfach abends, wenn die Party schon läuft. Wenn du Lust hast, ob um 11 Uhr oder um 12:30, komm einfach zu mir an. Wenn du den Brautstrauß werfen willst, sag mir kurz Bescheid, dann kümmere ich mich. Ich meine dieses Ganze drumherum, also diese ganzen Vorgespräche, weil du besprichst zwar alles, du gibst den Leuten ein gutes Gefühl, aber im Endeffekt bleibt da trotzdem alles flexibel und du kannst jeden einzelnen von diesen Punkten sowieso komplett über einen Haufen werfen oder andere sorgen dafür, ja, das was weiß ich, noch eine zusätzliche Rede spontan dazukommt. Mal als Beispiel. Quark, auch das ist doch vornherein schon abgesprochen. Wie gesagt, Programmpunkte, die durchs Brautpaar geplant sind, sind vornherein beim Vorgespräch abgesprochen. Alles, was an dem Abend geplant ist, spreche ich an dem Abend mit den Trauzeugen ja nochmal ab, um dann genau zu wissen, welche Spiele sind geplant, welche Reden sind geplant, wann bauen wir die ein. Und da tue ich auch ganz wichtigen Kritikpunkt mit dem Brautpaar, mit den Trauzeugen besprechen. Da sage ich, bitte keine Spiele, Reden, Beamer-Shows oder sonstige Einlagen nach der Tanzeröffnung. Ihr schießt mir damit die Tanzfläche leer. Für mich ist es schwer, die Leute, nachdem ihr die mir von der Tanzfläche geräumt hat, sie wieder drauf zu kriegen, wenn sie erstmal gesessen haben. Und das für eine Beamer-Show. Da ist die Party meistens gelaufen, weil ihr ein paar Bilder zeigen wolltet. Das können wir gerne machen, weil ihr habt euch Mühe gegeben für diese Bilder und auch für die Beamer-Show. Aber bitte macht das doch vor der Tanzeröffnung. Da ist genug Zeit und dann bauen wir das mit ein. Und einfach auch zu wissen, was da geplant ist und das ein bisschen zu timen. Das kann man ja kommunizieren. Deswegen ist ein Vorabgespräch mit dem Brautpaar, so wie wir es ja gerade besprechen, und auch abends mit den Trauzeugen einfach sehr, sehr wichtig. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Genau. Aber ich glaube trotzdem einfach nochmal, sowas kann sich alles ändern im Laufe des Abends. Der Termin wird sich nach hinten verschieben. Plötzlich kommt der letzte Gang irgendwie schon eine halbe Stunde später, weil alle natürlich länger labern und zum Essen brauchen. Ich sage dir, egal welchen Zeitplan ein Brautpaar hat, er wird sich um eine halbe Stunde bis zu einer Stunde auf jeden Fall verschieben. Ja, jedes Mal, jedes Wochenende. Dann sagt das Brautpaar, oh, das hat sich jetzt alles verschoben. Also ich mache euch keinen Kopf. Jedes Wochenende, auf jeder Hochzeit verschiebt sich das. Aber damit ich einfach einen Orientierungspunkt habe, stell dir mal vor, ein Brautpaar plant erst um 23 Uhr die Tanzeröffnung mit ein. Und du weißt von vornherein, es verschiebt sich nochmal eine halbe Stunde bis eine Stunde. Dann machen die Tanzeröffnung erst um 0 Uhr. 0 Uhr ist eine Zeit, da sind die Eltern, die mit Kindern da sind, längst nach Hause. Da sind wahrscheinlich sogar die älteren Gäste, die gar nicht so lange durchhalten wollen, auch schon nach Hause. Und wir haben noch gar keine Party gestartet. Das Brautpaar hat den Höhepunkt des Abends mit der Tanzeröffnung noch gar nicht begonnen. Deswegen lass uns doch das ein bisschen umplanen durch meine Erfahrung, die wir einfach mit haben. Und dann kann man das mit dem Brautpaar besprechen. Und da auf meinem Musikwunschbogen auch ein Ablaufplan mit drauf ist, wo das Brautpaar dann schon eingetragen hat, wann sie die Tanzeröffnung machen möchte, können wir auch im Vorgespräch schon klären, pass auf, mein Tipp, mach das eine halbe Stunde früher. Falls hier noch Spiele geplant sind und es gute Stimmungsspiele sind, dann bauen wir die halt später mit ein. Aber zur Tanzeröffnung ist es doch auch für euch wichtig, dass eure Großeltern dabei sind, dass eure Freunde, die ihr eingeladen habt, auch mit ihren Kindern noch mit dabei sind. Es wäre doch ärgerlich, wenn nur noch 30% oder 40% der Gäste anwesend sind und wir starten jetzt erst mit der Party. Hätte natürlich um 24 Uhr dann den Vorteil, dann kannst du gleich den Geburtstagsknaller spielen. Ja, bringt aber nichts mit der Tanzeröffnung. Nee, aber wie gesagt, vorab so etwas besprechen ist sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, das Brautstrauß werfen gehört mit dazu. Der nächste Punkt auf meiner Stichwortliste ist zum Beispiel auch die Hochzeitstorte. Dann sage ich immer, wann habt ihr eine Hochzeitstorte geplant und wenn, wann? Und dann schreibe ich mir das dementsprechend auch mit auf. Und dann sagt, ja, wir haben die abends um 23 oder um 0 Uhr geplant. Und dann sage ich, das ist super. Ich schreibe mir das so mit auf und dann würde ich mich an dem Abend mit dem Caterer nochmal kurz besprechen. Und an dem Abend, wenn ich in die Location komme, mit dem Caterer spreche, dann sage ich zudem auch nochmal, sag ich, pass auf, ihr habt die Hochzeitstorte heute Abend geplant, auf meiner Liste steht die gegen 23 Uhr. Es kann sein, dass ich das Ganze natürlich noch ein bisschen verschiebe. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ihr 5 Minuten, bevor ihr die Torte reinfahrt, einfach nochmal zu mir ankommt und sagt, pass auf, in 5 Minuten kommt die Torte
oder auch meinetwegen in 2 Minuten kommt die Torte, sei vorbereitet, weil ich habe ein Einmarschlied, was ich dafür spielen möchte. Ich tue das ganze Licht dementsprechend noch andimmen, sodass die Gäste auch merken, da vorne passiert jetzt nochmal ein Highlight, da kommt jetzt nochmal ein Höhepunkt und dann könnt ihr die Torte reinfahren. Mit Wunderkerzen oder ohne ist dann dem Caterer überlassen. Mit Wunderkerzen sieht man es natürlich mehr und ist ein bisschen pompöser. Und dann untermalen wir das Ganze nochmal ein bisschen als Highlight und verkaufen das Ganze nochmal ein bisschen besser. Spricht natürlich, gibt der im Caterer dann auch Zusatzpunkte, wenn das Ding wirkt. Natürlich. Und wie gesagt, das als Moment, es ist nichts Ärgerliches, also die Party am Laufen, der Caterer, der geht die Tür auf, da kommt die Torte rein, der stellt die an die Seite, die Party ist immer noch am Laufen und keine Sau hat gesehen, dass da hinten die Torte reingefahren worden ist, weil sich keiner drum gekümmert hat. Deswegen sage ich, das übernehme ich als DJ, diesen Part. Okay. Ich spreche mit dem Caterer, unterstütze ihn dabei, fahr vorher die Musik runter, wirklich auf Null und dann spiele ich hier ein Highlight an. Entweder hat das Brautpaar einen Musikwunsch, wo die sagen, wir wollen hier den Fluch der Karibik Song haben oder was ein ganz großer Trend ist, wir wollen die Star Wars Titelmelodie haben oder auch den Imperial March von Darth Vader, wenn die Hochzeitstorte reinkommt. Den hatten wir ja auch schon mal als Musiktipp. Ja, genau. Und das ist immer so ein Highlight. Dann sage ich, dann spiele ich das für euch ein, dann wissen auch die Gäste, jetzt passiert da vorne irgendwas, hier verändert sich gerade die komplette Atmosphäre. Sie gucken nach vorne und dann kommt die Torte rein. Und das sind so Momente, an die erinnert man sich an dem Abend. Und jeder weiß, auch der DJ kann nicht nur Musik machen, der untermalt auch diese ganzen Programmpunkte, die abends geplant sind, nochmal ein bisschen. Nicht unbedingt mit Moderation, aber mit musikalischen Künsten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch was, was deinen Hochzeitspreis und ein bisschen verstärkt, wo du sagen, das ist der DJ auf jeden Fall wert, diesen Preis, und dich natürlich auch weiterempfehlen lässt. Ich glaube, wir haben heute schon irgendwie 5 oder 20 von älteren Folgen angeschnitten oder so die Themen aufgegriffen. Die ganzen Folgen, also die heute thematisch dazu passen, die verlinken wir auch nochmal in den Notizen zu dieser Folge. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen, natürlich Richtung Hochzeitstorte und das alles so in das richtige Licht zu packen. Sind bei dir, ja, das hat sich ja so in den letzten Jahren herauskristallisiert, ist dieses berühmte ambiente Lichtpaket, ob man sowas mit dazu verkaufen kann, um die Hochzeitstorte vielleicht richtig auszuleuchten. Wir hatten schon mal eine Folge mit Zusatzverkäufen, ja, oder auch mit ambiente Lichtpaketen. Falls das Brautpaar noch nicht gebucht hat, dann biete ich ihm das noch aktiv an. Und dann sage ich, pass auf, ich habe ein ambiente Lichtpaket, ein paar Floorspots. Viele meiner Brautpaare buchen dieses Paket schon. Daher möchte ich es euch natürlich auch nochmal anbieten. Das sind so und so viele Spots, die sind mit Akku betrieben, die kann man aufstellen, wo man möchte. Die kann ich in eure Hochzeitsfarben einstellen. Und dann tun die diesen ganzen Raum in Farbe tauchen. Und später kann man die auch noch ein bisschen als Effekt benutzen. Dann blinken die untereinander, leuchten ein bisschen auf und dann wird der ganze Raum richtig schön untermalt und auch lichteffekttechnisch nochmal ein bisschen unterstützt. Sag ich, der Spaß kostet so und so viel Euro. Ist es für euch interessant? Wollt ihr das auch mit dazu haben? Dann sagen sie, geil, klingt super, wollen wir haben. Sagen wir, nein, kann auch mal passieren. Nein, die Location hat schon solche Spots mit dabei, dann ist das halt auch der Fall. Manche sagen auch, boah, lass uns doch nochmal bedenken. Und dann sage ich, ja, macht es gerne. Ich schicke euch per E-Mail noch mein Video zu. Okay, ich kenne bloß diese Unterschiede, so Vorher-Nachher-Fotos. Einmal ohne ambiente Beleuchtung und einmal mit ambiente Beleuchtung. Und dann schau die Frau an und sag, was willst du haben? Ich habe vor einem Jahr so ein kleines Werbevideo mit dem ambiente Lichtpaket gemacht und auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Und diesen Link zu dem Video schicke ich dann dem Brautpaar zu. Dann sehen sie das ganze Ding nochmal in Bildern, mit Musik untermalt, dramatisch. Dann ist das nochmal als Höhepunkt, wo die dann sagen, scheiß auf die 50, scheiß auf die 100 Euro, was dieses Ding kostet, das nehmen wir in die Hand, das ist für unseren besonderen Abend und wir sehen ja auf den Bildern, was das für Stimmung erzeugt. Mike, denk an deine Sprachwahl, wir kriegen jetzt wieder einen Explicit Tag für diese Folge, aber macht nichts. Hab ich gerade das S-Wort benutzt? Ja. Gut, dann sage ich das nächste Mal, ach du heilige, genau. Stimmt, wir können es rauspiepsen, können wir es auch. Du kannst rauspiepsen? Okay, dann piepsen wir das raus. Nein, wir piepsen es nicht raus. Okay, super. Stichwortliste. Der nächste Punkt, kurz vorm Ende auf unserer Stichwortliste, ist etwas, was ich mit dem Brautpaar auch bespreche. Und einerseits, ob noch andere Künstler an dem Abend vom Brautpaar gebucht worden sind oder ob ich der Einzigste bin. Es gibt zum Beispiel Brautpaare, die sagen, zum Sektempfang haben wir noch einen Akustik-Gitarrenspieler dabei, der unterspielt uns noch ein bisschen, oder einen Klavierspieler oder einen Saxophonspieler. Manche haben sogar abends so eine Band gebucht. Und du kommst dann im Abend, bist DJ, auf einmal steht da eine Band und du weißt es gar nicht oder du weißt gar nicht, dass da andere Musiker sind und dann kommen die noch an und sagen, ja, hier ist jetzt kein Platz mehr für den DJ, das hätten wir mal vorher wissen sollen. Spielst du mit den Leuten dann auch zusammen oder machst du das in dem Moment, wo du es vorher sowieso schon weißt, sprichst du dich mit denen ab? Ja, natürlich. Also je nachdem, wie die Planung aussieht, ob wir da eine Kombination machen, wo ich dann Spielpausen mache, während die Band spielt, dann spreche ich mit denen ab. Einerseits auch zu wissen, welche Setliste, welche Playliste haben die, damit ich denen die Hits natürlich nicht wegspiele, das ist sehr, sehr wichtig.
Oder eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich war abends mal für eine Hochzeit geplant. Die Party hat angefangen und da war ein Klavierspieler, der am Anfang für Hintergrundmusik gesorgt hat und ein Saxophonspieler. Und der Saxophonspieler sollte dann auch so die ersten ein, zwei Stunden der Party noch mitgestalten. Und ich habe natürlich schön House Music gespielt, die aktuellen Charts und so weiter. Und der Saxophonspieler hat da mit seinem Saxophon da immer drüber gespielt. Es war wirklich ein Highlight, also ein Höhepunkt, wenn du solche Kombinationen mit einem Live-Musiker machst. Und nach 20, 30 Minuten kam dann der Saxophonspieler zu mir und sagt, Mike, ich habe keine Puste mehr, ich kann nicht mehr, ey, und ich bin noch 1,5 Stunden gebucht, ich kann nicht mehr, was machen wir denn jetzt? Dann sage ich, kein Thema. Da war vor 2 Jahren, da waren gerade so Klingant und so weiter mit Jubel zum Beispiel als Song, wo ja sowieso ein Saxophon mit drin ist, richtig stark in den Charts vertreten. Habe ich gesagt, pass auf, du tust einfach so, als ob du spielst. Ich spiele jetzt mal gerade so ein bisschen die aktuellen Charts durch. Überall, wo ein Saxophon mit drin ist, ein Hit nach dem anderen durchgeballert. Ja, dann steht er auf der Tanzfläche und tut nur so, als würde der Saxophon spielen und ich baller da Klingant und Klingando und so weiter durch die Boxen, durch die Leute am Feiern, am Abfeiern, applaudieren dem Saxophonspieler und ich sehe immer nur, wie der zu mir rüber guckt, mir immer ein Zwinkern gibt oder einen Daumen hebt und sagt, ey Mann, danke Mike, ey, du hast mir den Arsch gerettet. Okay, also was ich dafür gerade mit Saxophonisten für Erfahrungen gemacht habe, das ist eigentlich auch immer ganz gut, wenn der mal eine Viertelstunde Pause macht, weil sonst kannst du gerade mit dem Saxophon-Sound die Ja. Stimmung auch richtig runterziehen. Also das wird dann Natürlich. irgendwann zu monoton. Da ist es lieber mal besser, irgendwie 10 Minuten gar nichts zu haben, so als Kontrast, dann wirkt der Einstieg dann wieder besser. Und was ich da auch gemerkt habe, das hängt ganz extrem von Künstlern ab. Also ich kann mit manchen Saxophonisten super gut zusammenspielen, mit manchen funktioniert es weniger gut und mit manchen, da kommst du so künstlerisch, da kommst du schon überhaupt auf keinen grünen Zweig. Also das hängt extrem, ich glaube, so von der persönlichen Chemie ab, ob man als Diskjockey und Live-Musiker irgendwie soweit auch Rücksicht dann jeweils auf den anderen nehmen kann, ob das funktioniert oder nicht. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wie gesagt, nicht nur Saxophonspieler, auch wenn andere Künstler abends zum Beispiel geplant sind, ob das jetzt ein Gitarrenspieler ist, ein Pianist oder vielleicht eine Band. Es ist wichtig, vornherein zu wissen, ob da noch jemand da ist. Einerseits wegen dem platztechnischen Aspekt und auch wenn zum Beispiel sagen, abends kommt noch jemand, kommt noch ein Gitarrenspieler, der möchte noch mal 2, 3 Lieder performen, kann der sich an deine Anlage anschließen. Es wäre nichts Ärgerliches, als wenn der am Abend einfach auftaucht, das vornherein nicht abgesprochen ist und sagt, Mike, ich muss mich an deine Anlage anschließen. Ja, und wir haben gar keine passenden Anschlüsse. Kabel mit dabei oder haben vorher gar keine Absprache getroffen, um zu wissen, welche Anschlüsse hat er, welche Anschlüsse habe ich. Deswegen ist es wichtig, dass man das von vornherein schon abspricht und das einfach mal das Brautpaar im Vorgespräch fragen, ist da noch ein anderer Künstler da? Dann können die dir sagen, ja, da kommt jemand oder nein, da kommt keiner. Macht das Leben natürlich unglaublich viel einfacher. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende, in Richtung Sperrstunde schon vom Abend. Ein ganz wichtiges Thema, das hatten wir ja auch schon mal, das war DJ Mit Nilix, Axel. oder? Ja. Genau, DJ Neelix, das war der Axel Schüller, mit dem hatten wir dieses Thema Die zum Beispiel Lautstärke auf der besprochen. Party. Die Lautstärke auf der Party, das ist auch ein Punkt, wie gesagt, in meiner Vorgesprächscheckliste gehört es mit dazu. Lautstärke regeln, Sperrstunden regeln in der Location. Da spreche ich aktiv mit dem Brautpaar das vorher nochmal ab, ob denen irgendwelche Regeln bekannt sind, ob es welche gibt und wie ihr aktueller Wissensstand da ist. Dann sage ich, Locations haben ja oft diese Regel, ab 22 Uhr muss man Türen und Fenstern geschlossen halten, ab 0 Uhr nimmt man den Bass raus. Und dann frage ich das Brautpaar, gibt es solche Regeln? Wisst ihr davon? Und dann sagen die, ja, es gibt die und die Regeln, an die müssen wir uns halten. Und dann kommunizieren wir die und dann machen wir das auch so. Manchmal passiert es aber auch, dass du sagst, oh, das ist gut, dass du es ansprichst, da haben wir die Location noch gar nicht gefragt. Wir machen das jetzt aber nochmal zukünftig, weil es wäre sehr, sehr ärgerlich, wenn wir um 23 Uhr zum Beispiel wegen irgendwelchen Verspätungen erst die Tanzfläche eröffnen. Und dann gelten 75 dB maximal Schallgrenze. Und um 0 Uhr genau kommt dann der Wirt an und sagt, ab jetzt nur noch Zimmerlautstärke, weil wir Nachbarn haben. Und dann sage ich, die Party ist gelaufen. Mit Zimmerlautstärke rockst du keine Party mehr. Und wäre das Brautpaar, würde das vorher wissen, würden wir uns jetzt am Abend nicht noch Diskussionen mit dem Wirt einhandeln oder diskutieren, weil das Brautpaar dann sagt, warum macht denn der DJ leiser? Was ist denn da los? Nee, das war mit dem Wirt ja auch gar nicht so abgesprochen. Es ist ärgerlich, alles, was man an dem Abend machen soll, geht zu Lasten des Brautpaares und denen ihrer Stimmung, weil das denen ihre besondere Tag ist. Da sollen die sich nicht noch mit Unannehmlichkeiten rumschlagen müssen. Deswegen ist doch einfach wichtig, wenn du das im Vorgespräch einfach mal mit ansprichst. Sprichst du dann auch mit den Location-Betreibern für Locations, die du nicht kennst, solche Sachen selber an oder lässt du alles das Brautpaar ändern? Weil eine Sache ist ja auch Richtung Veranstaltungsende. Also da habe ich schon
Nein, nicht ganz üble Beschimpfungen bekommen, aber dann ist die Veranstaltung zu Ende und du fängst an, die Kabel abzustöpseln und alles einzupacken und dann wird den Leuten erst bewusst so von wegen, hey, der Diskjockey braucht jetzt irgendwie noch 20 Minuten, eine Stunde, bis er draußen ist, sich den Laden zusperren kann. Also das geht in beide Richtungen. Sprichst du mit Locations, die du nicht kennst, vorher solche Sachen auch ab? Also wichtig, das Brautpaar bucht mich und im Endeffekt muss ich das nur mit dem Brautpaar absprechen. Natürlich tue ich an dem Abend in der Location, wenn ich aufbaue, kurz mit dem Chef oder mit meinem Ansprechpartner kurz mal sprechen und sagen, pass auf, ich bin heute bis um so und so viel Uhr gebucht. Gibt es von eurer Seite irgendwelche Richtlinien bezüglich Lautstärke, Regeln oder so weiter? Und da weiß ich auch, sagen die mir jetzt was anderes als das, was das Brautpaar mir gesagt hat? Meistens ist es also zu 99% ist es genau dasselbe, was das Brautpaar gesagt hat, weil da ein und dieselben Regeln kommuniziert wurden. Und dann sage ich, gut, es ist gut zu wissen, dass ihr das macht oder dass es diese Regeln gibt ab 0 Uhr oder nehme ich dann den Bass halt ein bisschen raus. Und ich sage deutlich zu dem Caterer oder zu dem Inhaber immer noch, sage ich, ihr habt ein anderes Gehör als ich. Ihr habt bessere Erfahrungen mit euren Nachbarn. Wenn ihr das lauter empfindet, als ich es habe, weil ich hinter den Lautsprechern stehe, kommt doch einfach an dem Abend kurz zu mir an. Ich habe einen Lautstärkeregler direkt da und auch einen Bassregler. Ich kann beides runterregulieren, so dass wir miteinander wunderbar klarkommen. Und dann sind wir beide schon happy und auf derselben Seite. Dann wissen die auch, der DJ steht uns nicht im Weg, der tut sogar mit uns zusammenarbeiten und wenn was ist, können wir uns jederzeit an ihn wenden. Es kann aber auch mal passieren, dass die Location sagt, ja, wir haben die und die Regeln, das ist wichtig, das musst du machen. Ich habe das gerade vor kurzem erlebt, dann sagt er, bitte heute Abend gar keinen Bass reinmachen, von Anfang an nicht. Und dann sage ich, pass auf, mit dem Brautpaar ist das so nicht kommuniziert worden, die haben sogar extra einen Subwoofer gebucht. Da sage ich, die buchen ihn und bezahlen ihn. Es wäre ärgerlich, wenn ich ihn jetzt nicht betreibe. Deswegen spreche ich jetzt gleich nochmal mit dem Brautpaar, weil sie mir jetzt gerade andere Regeln bezüglich Lautstärke geben, als sie mit dem Brautpaar kommuniziert haben. Ja, und was ist da? Da kann man schwitzen, der Kollege. Was ist das? Genau, er hat gesagt, brauchst du gar nicht anmachen, den Subwoofer kannst du komplett auslassen. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, pass auf, da rede ich jetzt mit dem Brautpaar, damit wir einfach auf demselben Stand sind. Und das haben wir dann auch gemacht. Der Typ kam in Schwitzen, glaub mir, als ich ihm gesagt habe, dass ich mit dem Brautpaar spreche, sagt er gleich, musst du nicht machen. Und dann wusste ich schon, der Typ will jetzt irgendwie den DJ steuern, ohne dem Brautpaar was ganz anderes erzählt zu haben. Und im Endeffekt war es so, na, lass den Bass dann doch drin. Und ich habe den Bass sogar noch mehr reingedreht, als ich es auf jeder anderen Veranstaltung mache. Und er kam den ganzen Abend nicht an und hat gesagt, nimm mal den Bass raus oder irgendwas. Ja, ich glaube, das ist genau. Auch... Da hast du unterschiedliche Anlagen, du hast unterschiedliche DJs, die erleben unterschiedliche Sachen und was ist Bass? Also wie viel Bass ist viel Bass und wie viel Bass ist wenig Bass? Ganz genau. Jeder hat ein anderes Empfinden, deswegen sage ich auch in der Location, ihr habt eher Erfahrung damit, ein anderes Empfinden. Ihr kennt eure Nachbarn auch besser, auch wegen Regeln. Wir wollen keinen Ärger mit Nachbarn haben. Deswegen sagt mir bitte am Abend Bescheid, falls es euch zu laut ist. Ansonsten, wenn es gewisse Regeln gibt, sagt sie mir bitte jetzt, damit ich mich drauf einstellen kann. Und genauso ist es auch mit dem Veranstaltungsende und mit dem Abbau. Auch das sage ich im Vorgespräch zu dem Brautpaar, sage ich, bitte informiert die Location drüber, dass der DJ, je nachdem wie lange ich spiele, ob das dann 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr oder vielleicht sogar bis 5 Uhr morgens ist und ich die Musik ausmache, ich brauche mindestens eine Stunde noch zum Abbau, dass die Location so lange geöffnet ist, auch wenn ihr schon alle nach Hause geht, ins Bett geht oder ins Hotel geht, dass die einfach nur informiert sind. Dass nicht die einfach die Hütte zumachen wollen, wenn ihr die Feier vorbei ist, sondern der DJ braucht noch eine Stunde zum Abbauen, zum Einladen, bevor er losfährt. Dass das einfach nur als Info auch kommuniziert worden ist. Sonst passiert sowas, was du vorhin gesagt hast, du machst die Musik aus und dann steht der Wirt da und sagt, wie, was machst denn du jetzt noch? Hier, mach mal hin, ich will nach Hause. Ja, du kommst ja morgen früh wieder zum Abbauen. Der weiß von vornherein schon, wenn das Brautpaar ihm das sagt, was ja seine Auftraggeber dementsprechend auch sind und ihn auch bezahlen, der DJ braucht noch eine Stunde. Ja, ne, das sind nicht alle Locations, um Gottes Willen. Also, da möchte ich jetzt keinen. Ja, das sind so manche spezielle Fälle. Gehen wir nicht weiter drauf ein. Kommen wir lieber zum letzten und schönen Punkt, zur Bezahlung. Genau, der Bezahlung. Ja. Die Bezahlung, das ist das, weswegen viele von uns den Job machen und das Schönste dann am Ende die Bezahlung kriegen, um das Geld zu kriegen. Auch ein etwas, was ich ganz wichtig in dem Vorgespräch anspreche. Die Bezahlungsart, die Bezahlungshöhe, wie kann man bezahlen und so weiter. Ich denke, da hat jeder unserer Zuhörer, unserer DJs andere Bezahlungsmentalitäten. Manche lassen sich das schon am Abend. Das hört sich jetzt so an, als ob du schon die Handy-App hast mit Kreditkartenbezahlmöglichkeit, wo dann einfach bloß die Leute irgendwie ihre Kreditkarte durchziehen müssen. Gibt's ja auch schon. Hab ich gehabt, ja. Hab ich hast du wirklich gehabt? Ja, habe ich gehabt. Nee. Doch, ich hab gedacht, das wäre ein blöder Scherz. Nee, ist kein Spaß, wirklich. So gibt's verschiedene App mit einem mobilen EC-Gerät und dann konnte man abends bei mir die Rechnung per EC-Karte bezahlen. Okay, warum hast du es wieder abgeschafft? Einerseits aus Kostengründen, zweitens habe ich mich auf eine andere Regelung wieder eingemacht, die ich vorher auch schon hatte und hast du kein Handyempfang, kannst du das Ding gar nicht nutzen. Okay.
Sag ich, das ist ganz wichtig, das ist alles Handyempfangsab oder ich sag mal netzabhängig. Ganz genau, weil das ja über ein Handy mit WLAN verbunden oder mit Bluetooth verbunden funktioniert und dann über eine App und so weiter. Ich habe andere Bezahlmentalitäten mittlerweile wieder im Nachhinein, zum Beispiel per Rechnung. Das habe ich früher so gemacht, das mache ich auch heute jetzt wieder so. Es gibt aber auch Kollegen, die handhaben das ja anders. Die lassen sich die Hälfte zum Beispiel vorab überweisen, wenn der Kunde sie bucht, und die andere Hälfte vorab am Abend, bevor sie mit der Musik anfangen. Oder dann auch nachts, wenn die Feier da ist, die andere Hälfte bezahlen. Es gibt aber auch welche, die lassen die komplette Summe sich am Abend geben in Bar, welche, die lassen sich nachts geben. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Jeder hat da seine Mentalitäten. Wichtig ist, dass man das einfach nochmal mit dem Kunden bespricht, dass die darauf vorbereitet sind. Ich sage zu meinen Kunden, ich schicke euch eine Rechnung ein, zwei Tage später per E-Mail zu. Da stehen alle Sachen, so wie in der Auftragsbestätigung, nochmal drin, plus eventuelle Zusatzstunden, die im Abend, in der Nacht noch hinzugekommen sind, oder vielleicht noch ganz kurzfristige Technikwünsche, die wir jetzt im Vorgespräch noch festlegen. Das steht dann mit drin und dann könnt ihr das bequem überweisen, noch bevor ihr die Hochzeitsreise zum Beispiel antretet. Das, glaube ich, ist das Wichtige oder den entscheidenden Unterschied habe ich auch gelernt. Also ich mache das Vorgespräch meistens so am Telefon eben eine Woche vorher und dann schicke ich noch mal so eine Bestätigungszusammenfassungs-E-Mail hin. Und da, seitdem ich in dieser letzten E-Mail dann noch klipp und klar beschreibe, wie ich mir die Bezahlung wünsche, so am Ende des Abends in einer Summe bar, dann seitdem gibt es da kein Hin und Her mehr. Jeder weiß Bescheid, was Sache ist. Und seitdem ich das so mache, habe ich da viel weniger Diskussionen. Ab und zu überweisen es mir die Leute auch. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe einen DJ-Kollegen mit, bei dem ist es so, oder ich glaube, es war sogar der DJ Nilix, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der steht am Abends da, der hat die Vereinbarung gemacht, Barzahlung am Abend nach der Veranstaltung und tut das auch noch mal besprechen mit dem im Vorgespräch, tut ihnen das noch mal schriftlich mitteilen und schickt ihnen das noch mal in Bestätigung kurz vor der Feier. Und trotzdem steht der nachts auf der Veranstaltung beim Brautpaar da und das Brautpaar sagt, boah, hab ich gewusst, ich habe gar kein Geld einstecken. Und dann sagt er, und dann setzt er sich mit Brautpaar nochmal ins Auto und fährt zur Bank. Ja, okay, ganz so extrem würde ich es nicht machen, aber das ist. Das sind so Sachen, und da sage ich, das kann man doch auch besser oder anders da lösen. Und wie gesagt, dafür habe ich mich dann, wie gesagt, für diesen anderen Weg entschieden. Das hat auch Vorteile, das hat aber auch deutliche Nachteile. Das muss aber, wie gesagt, in der Bezahlungsart jeder für sich wissen. Wichtig ist einfach nur, dass es mit dem Brautpaar nochmal kommuniziert wird. Und deswegen ist dieses Vorgespräch einfach nochmal sehr, sehr wichtig. Auch um nochmal ganz kurz auf die Tanzeröffnung zum Beispiel zurückzukommen. Selbst wenn du die mit dem Brautpaar und dem Musikwunsch besprichst, manche Brautpaare möchten ja auch nochmal, die sprechen das mit dir durch und sagen, wir möchten aber auch nochmal mit unseren Brauteltern tanzen. Und wenn du das sagst, okay, dann macht ihr das. Wenn die Tanzeröffnung stattfindet, dann mache ich eine kurze Ansage und bitte die Brauteltern zum Beispiel noch mit auf die Tanzfläche. Dann lasse ich euch mit denen nochmal eine Minute tanzen und dann hole ich erst die Gäste dazu. Das ist ganz wichtig, dass man das im Vorfeld kommuniziert. Stell dir mal vor, du machst abends die Tanzeröffnung, holst die Gäste auf die Tanzfläche. Und dann meckert das Brautpaar rum, nein, wir wollen doch erst noch mit unseren Brauteltern tanzen. Das ist doch Standard auf einer Hochzeit. Von Standard hat halt jeder eine andere Ansicht. Und deswegen ist einfach nur wichtig, dass man das von vornherein mit dem abspricht. Ja, klar. Ich glaube, damit, also du könntest vieles flexibel machen, dadurch erhöhst du natürlich dein Stresslevel oder du sprichst manche Sachen oder naja, was heißt manche Sachen? Du sprichst alle Sachen, die wir heute hier im Podcast besprochen haben, detailliertst an und überlebst eben weniger Überraschungen oder minimierst es zumindest so Sehr auf, stark, ja, sehr, sehr das stark. im Endeffekt flexibel sein müssen wir alle, sonst würden wir den Job nicht machen. Aber du kannst die wichtigsten Punkte, wenn du einfach weißt, wie eine Hochzeit funktioniert oder wie sie abläuft, dann kannst du die von vornherein unterteilen und das mit dem Brautpaar besprechen. Auch in dem Vorgespräch frage ich dann zum Schluss nochmal, gibt es von eurer Seite noch Wünsche, Fragen oder irgendwas? Und sehr, sehr häufig höre ich dann von der Braut den Satz, die dann sagt, nee, wir haben uns viel aufgeschrieben, was wir an Fragen haben, aber du hast alles schon angesprochen. Also wir merken wirklich, wir sind bei dir in guten Händen, weil du einfach weißt, wie eine Hochzeit funktioniert und wie das Ganze abläuft. Und dann kommt mein Abschlusssatz, dann sage ich, perfekt, wir verbleiben so. Falls aber trotzdem noch Fragen, Änderungen oder Wünsche aufkommen sollten, ihr erreicht mich jederzeit per E-Mail oder zur Not auch gerne per Telefon. Genau, dann vielleicht kurze Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, dann rufe ich euch auch gerne zurück. Nur falls noch was aufkommen sollte oder auch falls ihr noch spezielle Musikwünsche einfach euch einfällt, wo ihr sagt, oh, mit meinem Bruder im Sommerurlaub 1998, weißt du noch, da haben wir Scooter und How Much Is the Fish gehört. Das muss an dem Abend unbedingt laufen. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Gut, der DJ hat ja gesagt, ich erreiche ihn noch, dem schicke ich mal schnell eine WhatsApp oder eine E-Mail rüber. Sie wissen, sie sind in guten Händen und versorgt. Bei Mike bist du natürlich automatisch sicher, dass du Scooter immer dabei hast und Ja.
Aber du hast How jetzt much schon, is the fish? du hast jetzt schon schön so diese Fragen und Anregungen und kurzfristige Sachen, die unsere Hörer vielleicht noch, die du an den Podcast hast, die kannst du uns natürlich auch gerne schicken und bei uns auf den virtuellen Anrufbeantworter sprechen. Den findest du bei uns auf der Hochzeitsseite, auf der Webseite hochzeitsdjakademie.de/Vorgespräch. Da findest du alle Notizen mit Links zu allen Folgen, die wir heute, ja, früheren Folgen, die wir heute irgendwie so die Themen angeschnitten haben. Und da gibt's auch einen Link zu unserem virtuellen Anrufbeantworter. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir heute keine Fragen offen gelassen haben. Aber falls du eine Frage hast zu irgendwas, zu deiner Webseite, zu Online-Marketing, zum Vorgespräch vielleicht doch mit deinem Brautpaar, dann sprich uns doch bitte auf den Anrufbeantworter oder schick uns einfach eine E-Mail. Genau, vielleicht gibt's auch noch den einen oder anderen Punkt, den ihr in euren Vorgesprächen zum Beispiel noch mit unterbringt mit den Brautpaaren. Schreibt uns doch einfach was in die Kommentare rein, sprecht uns auf den Anrufbeantworter, falls wir irgendwas vergessen haben oder ihr sagt, oh, das ist ein Punkt, den bespreche ich mit unserem Brautpaar, der ist sehr, sehr wichtig, auch als Tipp für unsere ganzen anderen Hörer. Das war's für heute zum Vorgespräch. Nächstes Mal machen wir dann das Hauptgespräch, oder? Da machen wir das Hauptgespräch und dann geht's über zur Party oder wo wir als DJs immer sagen, es ist Buffetzeit. Ah, habe ich nicht verstanden. Das macht Sinn. Aber Buffet ist ein super Stichwort, weil darüber könnten wir die nächste Folge machen. Okay. Die Ernährung, die DJ-Ernährung. Die DJ-Ernährung am Buffet. Die DJ-Ernährung am Buffet, genau. Wo man den Caterer fragt, gibt es auch etwas Veganes? Boah, nein. Bitte nur Fleisch. Du mit deinen Insider-Shows. Genau. Super. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Wir sagen danke und ciao. Bis denn. Ciao.